Little Sisters hat. Schenken Sie Ihrer Kleinen in schweren Zeiten ein sorgloses Leben. Unterbringung und Unterricht sind gratis. Kinder sind schließlich Raptures Zukunft. Der Schmuggler ist der Freund des Parasiten. Es ist ihre Pflicht, den Schmuggler zu melden. Zeit. Dachte ich, das wäre das Paradies. Ich glaubte, die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Auch für den marxistischen Altruismus der Kolchosen und der Fünfjahrespläne entronnen. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen, nicht weil wir von Gott dazu berufen wurden. Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet.
Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Ryan fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Gilt eine erneute Ausgangssperre. Bürger, die dagegen verstoßen, werden an den Apollo Square umgesiedelt. Heute beim Spazierengehen traf ich zum ersten Mal auf zwei von ihnen. Er, ein schwerfälliger Taugenichts in einem stinkenden Taucheranzug. Und sie, eine ungewaschene Göre in einem verdreckten rosa Kittel. Sie hatte eine ungesunde Gesichtsfarbe, grün und morbide. Ihr Verhalten war auch alles andere als angenehm, als ob sie gar nicht an diesen Ort gehörte, an dem wir leben. Ich weiß, dass Kreaturen wie diese gebraucht werden. Ich wünschte nur, sie hätten ein angenehmeres Äußeres. Meine Reise nach Rapture war bereits meine zweite.
Ich hätte ein Star am Broadway sein können. Die Sensation von Hollywood. Stattdessen bin ich dir in diesen feuchten Kübel hier gefolgt. Immer wenn du mein Talent brauchen konntest, habe ich es dir geschenkt. Und jetzt verrotte ich und warte auf ein Publikum, das niemals kommen wird. Ich schreibe etwas für dich. Andy. Es ist ein Requiem.